Auf dem Stimmzettel der Europawahlen findet man erstmal die gewohnten deutschen Parteien. Diese schicken Abgeordnete ins Europaparlament. Aber wie werden diese dann dort gruppiert? Die Abgeordneten werden nicht nach Staatsangehörigkeit zusammengesetzt, sondern je nach politischer Einstellung in Fraktionen gruppiert. Eine Fraktion muss aus mindestens 25 Abgeordneten bestehen und mindestens ein Viertel der Mitgliedstaaten muss vertreten sein. Vor Abstimmungen im Parlament finden sich die Fraktionen zusammen und debattieren ihren Standpunkt. Anders als bei Ausschüssen können die Abgeordneten nur einer Fraktion beitreten. Es gibt allerdings fraktionslose Abgeordnete, die in keiner der bestehenden Fraktionen Anschluss finden. Die meisten von ihnen kommen aus dem EU-skeptischen oder rechtsextremen Spektrum. Im Moment gibt es 8 Fraktionen. Die folgenden Fraktionen gehören zu den größten, die man im EU-Parlament findet. Die Fraktion der Europäischen Volkspartei. Mit 217 Abgeordneten ist die EVP-Fraktion die größte Fraktion im EU-Parlament. Die Fraktion wird auch Bündnis der Konservativen genannt und ihr gehören 29 Mitglieder der CDU und 5 der CSU an. Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament. Die zweitgrößte Fraktion mit 187 Abgeordneten versammelt die Mitglieder der sozialdemokratischen Parteien Europas. Die SPD ist in dieser Fraktion aktuell mit 27 Abgeordneten vertreten. Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer. Die EU-kritische und konservative EKR ist mit insgesamt 76 Abgeordneten die drittstärkste Fraktion des EU-Parlaments. Aus Deutschland gehören 5 Abgeordnete der liberal-konservativen Reformer und ein Abgeordneter der Freien Wähler dieser Fraktion an. Die Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa. Diese Fraktion besteht aus 68 Mitgliedern aus 21 Ländern und ist somit viertstärkste Gruppe des Parlaments. Ihr gehören unter anderem auch 3 Abgeordnete der FDP an. Die Fraktion der Grünen oder auch Freie Europäische Allianz. Diese Fraktion wird von 52 Abgeordneten gebildet. Aus Deutschland gehören 11 Abgeordnete der Grünen sowie ein Mitglied der Ökologisch-Demokratischen Partei und ein Mitglied der Piratenpartei der Fraktion an. Konföderale Fraktion der Vereinten Europäischen Linken oder auch Nordische Grüne Linke. Ein großer Teil der 51 Abgeordneten starken Fraktionen sind parteilos. Des Weiteren besteht die Partei hauptsächlich aus Mitgliedern der Europäischen Linken sowie EU-skeptischen Mitgliedern. Aus Deutschland sind einige Abgeordnete der Die Linke-Partei vertreten. Durch den Aufwind EU-skeptischer und rechtskonservativer Fraktionen wird erwartet, dass etablierte Parteien bei der kommenden Wahl viele Stimmen einbüßen werden und es auch im EU-Parlament einen Rechtsdruck geben wird. Die Fraktion Europa der Freiheit und der direkten Demokratie vertritt rechtskonservative und EU-skeptische Werte und hat einige Mitglieder aus der AfD. Die kleinste Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit mit derzeit 37 Mitgliedern repräsentiert das rechtsextreme Spektrum im Parlament. Sie betrachtet die EU als gescheitertes Projekt und sieht die nationalen Identitäten der Mitgliedstaaten bedroht. Dieser Trend könnte die bisherige Struktur und Arbeitsweise des Europäischen Parlaments maßgeblich verändern. Das EU-Parlament ist das einzige EU-Organ, auf das wir als Bürger einen direkten Einfluss haben. Die Zusammensetzung spiegelt die politische Landschaft Europas wider. Gerade deshalb ist es wichtig, am 26. Mai wählen zu gehen, um die Richtung und Entwicklung der Europäischen Union weiterhin mitzugestalten. Die nächste Chance ist erst wieder 2024.